Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro Riptus Rage in der Reignited Trilogy. Uiuiui, wir sind hier in Horikos. Oh, ein schöner Mond. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Quatschen erstmal mit dir. Die Handwerker haben schon immer Ärger gemacht, aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Es hört sich an wie ein Wort. Such Dioden. Ach, so. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Ich finde die kleinen süßen Zähne von denen voll süß. Kleine süße Zähne sind süß. Macht Sinn. Da ist sie. Die sieht aber auch schön aus. Gefällt mir. Gut, rein damit. Hier gibt's Ratten. Und die machen wir natürlich kaputt, um später den Könnerpunkt zu kriegen. Oh. Ah, da waren wir erst später hin. Auch wieder der Regenbogen hier. Ich glaube, der war im Original auch da. Guck mal her, du Doofkopf. Das sind ja die beiden Gegner, die an... mir fällt der Name nicht ein. Nicht Jack und Dexter, sondern die anderen. Die sind an die beiden angelehnt. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Später, irgendwann. Vielleicht. Hier hinten war noch was, ne? Sie schüttert. Haben wir hier alles? Sieht so aus, ne? Dann können wir in den nächsten Bereich. Hallo? Naja, ist ein bisschen blöd. Da ist irgendwie der Radius nicht so gut. Okay. Fällt der Name echt nicht ein, ey. Traurig. Könnte auch mit da vielleicht daran liegen, dass ich das noch nie gespielt habe. Ist auch traurig. Mir fällt das echt nicht ein, ey. Ist noch eine. Machen wir jetzt direkt das hier hinten? Ich würde sagen, ja, ne? Huh. Oh, schön hier auch mit den Blättern, die hier wachsen. Gefällt mir. Ah, die Kugeln sehen cool aus. So, dann erzähl mal. Was los? Diese Handwerker-Diebe klauen ständig unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzt und unseren Generator aktivierst, wäre ich dir sehr dankbar. Okay. 4 von 5 Sternen, ersetze die Blitzsteine, fang die Diebe. Das haben die, glaube ich, gemacht. Ich habe da noch was gehört. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Warum lief der hier rum? Weil normalerweise kam da immer so ein Countdown. Und dann kamen die.
Warum haben die das geändert? Das war mal ein bisschen daneben. Der ist drin. Der ist auch drin. Ah, hier fehlt noch einer. Und da ist ein Dieb. Warum haben die das geändert? Das gefällt mir nicht. Weil das ist einfach ein ganz anderes Spielprinzip. Also ganz anderer Sinn des Spiels irgendwie. Ja, toll. Gut, ja, kann ich ja jetzt auch nichts dran ändern. Ne? Das hier haben sie auch geändert. Da konnte man nämlich sehen, wie weit fortgeschritten, also wie viele Kugeln man eingesetzt hat quasi. Weil da war so eine Anzeige, die sich aufgefüllt hat. Den sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Nö, das sieht man nicht. Und die laufen halt so ihre Runde. Dann mach ich den hier unten kaputt und dann kommt der hier oben hin. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da. Ist nicht richtig. Mach ich einen hier oben rein. Ich denke mal, ich muss einen hier oben reinmachen, damit der unten spawnt. Gehe ich jetzt da runter und mache den wieder kaputt. Ist doch total blöd. So, und dann gehe ich hier oben hin. Müsste dann der letzte sein. So. Ist das fertig? Dann mache ich die Dinger nur noch da rein. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Haben wir hier jetzt alle drin? Aber mir gefällt es, wie die aussehen. Was hiermit? Alles? Wo kommt die hin? Fehlt doch hier oben noch eine. Ah, hier. Danke, Spyro. Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Witzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Dankeschön. Aber das, wie sie das umgesetzt haben, das hat mir nicht gefallen. Tut mir leid. Weil das ist einfach komplett anders. War nicht so spaßig. Habe ich da alles? Ich weiß nicht, ob ich da alles eingesammelt habe. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, da lag auch gar nichts.
Mir fällt der Name leider immer noch nicht ein. 18 Gegner brauchen wir. Wie viel haben wir denn? Wie konnte man das denn? Da. 14 haben wir. Na gut, dann müssen wir hier hinten noch weitermachen. Haben wir überhaupt zwei? Ja. Und schön. Ist halt süß, wie irgendwie dieses Aufzugding da von seinem Rücken dann quasi leer ist und der Große den aufziehen muss. Ist gut. Ah, da geht's auch noch weiter. Das ist gut zu wissen. Können wir da schon hin? Ja. Aus die Maus! War wahrscheinlich alle Sorten, alle Gegner dieser Sorte töten. Fällt der Name einfach nicht ein. Ratchet und Clank! Bäm! Da haben wir es doch. War doch klar, dass ich noch irgendwie auf den Namen komme. Mein Leben. Ich muss mal gerade hier. Ich habe mich etwas aufrechter hingesetzt und muss dafür das Mikro jetzt ein bisschen höher ziehen. So, dann holen wir uns mal unseren Horikus. Wie heißen die Dinger denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir holen uns jetzt unser Zahnrad ab. Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Belohnung. Dankeschön. Ach, es ist so schön, wie es sich aufbaut. Ich kann das jedes Mal sagen. Gut, dann können wir, glaube ich, jetzt den Supersprint aktivieren. Genau. Dann machen wir jetzt erstmal hier ein paar Windmühlchen kaputt. Inklusive Schalterchen. Den hier. Den Windmühle. Und da war doch, genau, haben wir hier noch einen roten Edelstein. Den haben wir einfach mal liegen lassen, auch nicht schlecht. Waren da nur zwei Edelsteine drin? Oh, super, direkt beim ersten Versuch. Und da ist noch eine. Wenn ich die eine jetzt direkt beim ersten Versuch hingekriegt habe. Oh, scheiße. Och Mann. Ich wollte schon gerade schon, wenn ich die eine beim ersten Versuch kriege, dann kriege ich die auf jeden Fall auch beim ersten Versuch. So. Naja, jedenfalls beim zweiten. So, jetzt müssen wir, glaube ich, alles aktiviert haben, was wir brauchen. Dann können wir hier oben, denke ich mal, weitermachen. So, mein Zimmer. Siehst du das große Gebäude da drüben? Die Handwerker stehlen da mit unserem Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Okay, 3 von 5 Sternen. Gleite zur Fabrik rüber. Werden wir hinkriegen. Um Gottes Willen. Wie ist das eigentlich, wenn die noch auf volle Pulle laufen? Können wir dann eigentlich auch da drauf? Oder ist das jetzt einfach nur eine Erleichterung? Weiß ich gar nicht. Ach komm. Ah, hier ist das Ende, glaube ich. Das Flattern finde ich im Teil übrigens sehr gut, weil da kriegt man wirklich so einen Schub nach oben. Also einen richtigen Schub. Da merkt man richtig, dass da so richtig Fuffe hinter ist. So, der hat was für uns, aber wir holen uns erstmal die Edelsteine. Spyro, du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich.
Yay! Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten, um zu schweben und höher zu kommen. Denk dran, Aktion zu drücken, wenn du ganz in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Gleite und schwebe über die Ventilatorblätter. Ventilatorblätter, ich habe das ganz merkwürdig ausgesprochen. 5 von 5 Sternchen. Mal gucken. Ah. Oh nö, weil ich die Kamera gedreht habe. Aber ich glaube, hier müsste jetzt das runde Ding... Ja, genau. Und der Strudelpudel. Okay, jetzt warten wir ab, die Runde. Wir müssen auf jeden Fall zu den grünen Edelsteinen dann drüben. Aber das ging aber ganz gut hier. Das ist da oben, das ist eine Rakete, oder? Ah ne, das ist ein Schild, ist das. Achtung mit... Achtung Elektrozeug. So, dann können wir jetzt hier rüberfliegen. Das sollte unsere letzte Windmühle sein, die wir kaputt machen müssen. Für den Kennerpunkt. Dankeschön, ich dachte schon, ich hätte irgendwo eine vergessen. Schön. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Jo. Wissen wir Bescheid. Wir haben alle Edelsteine. Das sieht hier irgendwie auch anders aus als sonst, aber ist okay. Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Vielen Dank. So, jetzt müssten wir eigentlich alles haben, ne? Alle Kugeln gesammelt. 100% des Level abgeschlossen. Dann verschwinden wir jetzt über den offiziellen Weg natürlich. Mit Schmackes nach Hause. Sind ja schon süß, ne? Entschuldigung, ich bin mir hier gerade mein Poncho am Anziehen, weil mir doch ein bisschen kalt ist. So, aber jetzt habe ich's. Gut. Das heißt, Avala sollte fertig sein. Avala, genau. Sonnenstrand. Oh mein Gott. Sommerwald ist fertig. So. Hier können wir halt hin, wenn wir... diese Kugel, die fehlt uns halt. Die liegt oben hier auf der Kante, wo wir sind. Da liegen auch noch ein paar Edelsteine. Das müsste dann der Rest sein. Und im Sonnenstrand müssen wir halt auch klettern können. Ja. Meine Playset dreht gerade richtig auf. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber wir können jetzt gegen Schluck. Heißt das Schluck? Oder ist das Crush? Nee, es ist Crush. Und ja, das ist so komisch ausgesprochen, die Frau. Die Elora. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Und ich meine, das wäre auch so gewesen, wenn wir alle 6
Talismane hatten, dann wären wir eigentlich normalerweise hierhin teleportiert worden. Aber irgendwie war das jetzt nicht der Fall. Naja. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen. Wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Rush, geh und pack meine Sachen. Wir ziehen ein. Sagt Hallo zu eurem neuen König. Professor, schalt es ab, schnell! Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Rush, geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Das holt die Kugeln zurück! Gau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Blimmer. Crush. Der heißt Crush. Warum nennen die den Crash? Ich versteh's nicht. Und Galb ist okay, weil Galb ist Schluck, glaube ich, im Englischen. Aber die haben den sehr oft Crash genannt. Naja. Mal sehen. Okay. Das ist eine grüne Umgebung. Ich habe das Gefühl, das ist langsamer. Also langsamer, wie er drauf springt. Da ist er unverwundbar anscheinend. Das ist langsamer. Das ist einfach langsamer. Na komm, schlag zu. Ich will jetzt hier nicht zu vorlaut sein. Vorlaut sein. Aber es ist möglich, dass wir vielleicht hier den Könnerpunkt direkt beim ersten Versuch kriegen. Vielleicht. Ich kenne ja das ja, wenn ich
das dann sage, dann kriege ich direkt in den nächsten 3 Sekunden einen Treffer. Ach komm, warum gehst du denn dahin? So. Okay, jetzt nur noch einmal jagen. Na komm, schlag endlich zu. Warum braucht er so lange? Muss ich noch irgendwas machen? Ja, sonst einfach wie eben auch einfach nur so zugeschlagen, oder nicht? Vielleicht muss ich ihn auch in die Mitte kriegen, weil das Spiel das so will. Ach komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warum? Ich war jetzt schon nah genug an dem Typen dran. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug oder so. Ah, na gut. Umweltschützer 1. Nein, Grunge! Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben, aber Galb ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Na, Galb, komm sofort her! Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galb, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling. Yay! Crush besiegt. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt in Herbstfeld erstmal die Kletterfunktion und gehen dann zurück nach Sommerwald, damit wir dann da die restlichen 2 Level fertig machen können, weil ich mag das nicht, wenn da sowas Unfertiges ist. Dieser Riptor hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Riptor hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. Komm her! Ich mochte die Musik da im Hintergrund, dieses. So. Das Herbstfeld sieht sehr schön aus. Das gefällt mir. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier unten zu Geldsack und holen uns mal eine Kletternfunktion. Sieh an! Ich wette, ein reicher Drache wie du gibt gern ein paar Edelsteine aus, um klettern zu lernen. Ich würde es dir gerne beibringen für, sagen wir mal, eine kleine Gebühr. 500, ja, komm, haben wir genug. Du wirst es nicht bereuen. Gut, wenn du eine erklimmbare Wand ziehst, so wie die zu meiner Linken, spring einfach dran und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Beweg dich hoch oder runter. Drück erneut Sprung, um abzuspringen.
Du kannst auch seitwärts an andere erklimmbare Bereiche springen.